heißen, wir alle müssen uns und vor allem die Unternehmen, und das ist der Job der Wirtschaftsförderung an der Stelle, wir möchten gerne alle Solinger Unternehmen und die in der Umgebung mitnehmen in dem Moment, der im Moment in der Industrie sich sehr, sehr schnell entwickelt. Nämlich, Sie können sich vorstellen, dass wir viele Teile heutzutage schon substituieren können, quasi austauschen zu dem, was herkömmlich hergestellt worden ist. Aber dort spielt es eine wichtige Rolle, schneller zu sein, preiswerter zu sein und sein Produkt damit auch schneller, kostengünstiger, risikoärmer in den Markt zu bringen. Job des Wirtschaftsförderers ist dafür zu sorgen, dass die Menschen zusammenkommen, dass wir ein Netzwerk entwickeln, aber wir gründen jetzt keinen Verein, sondern wir haben den Herrn Koch beauftragt, unser Netzwerkkoordinator zu sein. Und wir als Wirtschaftsförderung sind die neutrale Plattform, auf der das geschieht. Sondern es geht darum, dass wir viele Partner zusammenbringen, die dann davon profitieren können, dass sie sich selber einen Ruck geben und mit in das Netzwerk einsteigen. Und insofern gibt es auch eine entsprechende Internetseite natürlich ab heute, die viele Erläuterungen hat. Ein solches wie das 3D-Drucknetzwerk Solingen habe ich bisher im Internet noch nicht gefunden. Hier sollen Firmen zusammenarbeiten, sich in Sachen 3D-Druck auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, auch mal Kapazitäten, wenn der eine den Drucker nicht ausgelastet hat, dann geht es bei dem anderen. Einfach alles unter dem Eindruck, man kann nicht alles, man kann nicht jeden Drucker, man kann nicht jedes Verfahren einsetzen. Da ist es sinnvoll, zusammenzuarbeiten. 3D-Druck erobert ab jetzt die Fabrikhallen. Die Drucker werden schneller. Wir haben heute, gibt es zum Beispiel die Meldung, dass in Amerika eine Firma Carbon 3D verspricht, im nächsten Jahr einen Drucker mit dem sogenannten Clip-Verfahren auf den Markt zu bringen. Der soll 25 bis 100 Mal so schnell sein wie alles das, was wir heute kennen. Dann sind es aber auch die Kosten, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Ne? Nicht nur für Laser, sondern auch für diese Art von Drucker. Druckverfahren sind Patente ausgelaufen und laufen weitere Patente aus. Das bedeutet, wir sehen ganz viele Neugründungen am Markt, viele Start-ups, die neue Drucker auf den Markt bringen. Dieser Preisverfall kommt den Unternehmen zugute, wenn sie sagen, sie wollen additive Fertigung machen. Wie vielleicht noch rauszuhören war, sehe ich die ganze Sache aus der Sicht des Anwenders. Wir sind nicht daran interessiert, umzuspielen mit den Sachen, sondern wir wollen Teile haben, die man noch verwenden kann, womöglich. Ansonsten ist, wie gesagt, dieses Verfahren prädestiniert für mittelständische Betriebe, weil die Maschinen sind wirklich erschwinglich. Aber sie können leider noch nicht all das, was man gerne hätte. Ja, vielleicht muss ich da nochmal kurz dazu was sagen. Also wenn man bei Ormat baut Maschinen für die Schlossindustrie und das sind durchaus große Räummaschinen, Fräsmaschinen etc. Wenn er diese Maschinen gezeigt hat vor 3 Jahren und heute zeigt, dann sieht man eine enorme Entwicklung. Also da sind sehr, sehr viele Teile aus dem 3D-Drucker. Ja, und das steigert die Wirtschaftlichkeit. Mein Name ist Sebastian Weber. Ich vertrete hier seit ziemlich genau einem Jahr den Lehrstuhl für neue Fertigungstechnologien und Werkstoffe der Bergischen Universität. Ist mein thematischer Schwerpunkt die metallische Seite. Also, aber auch da gibt es seit einigen Jahren ziemlich breit aufgestellten Markt kommerzieller Anbieter von Anlagentechnik für, ich nenne es einfach mal, Metall-3D-Druck. Das Spannende für mich eigentlich daran ist die Grundlagenforschung. Also ich bin im Unterschied zu Herrn Niedefeld nicht derjenige, der als Anwender ein Bauteil haben möchte, was ich in eine Maschine einbauen will, sondern mir geht es eigentlich darum, die Grundlagen detailliert zu untersuchen, die einmal irgendwann dazu führen werden, dass man mit solchen Metall-3D-Druckern die Dinge machen kann, die heute schon prognostiziert werden. Und es gibt ein VDI-Strategiepapier, was man im Internet finden kann, zu genau diesem Bereich 3D-Metalldruck. Da wird schon so etwas wolkig davon gesprochen, dass man vielleicht in Zukunft als Automobilist auf ein Ersatzteillager verzichten kann, weil man nur noch die 3D-Druckdaten vorhalten muss und man sich die Bauteile eines, was weiß ich, 68er Ford Mustang dann aus dem Drucker drucken kann. Das ist auf jeden Fall der Punkt, warum ich gesagt habe, als Herr Waldenbohn und Herr Koch auf mich zukamen, ob ich Interesse habe, hier mitzumachen in diesem 3D-Netzwerk. Da habe ich natürlich sofort gesagt, ja, weil es passt zu Fertigungstechnologien, es passt zu neuen Werkstoffen.
Das ist vielleicht auch mittelfristig bis langfristig interessant für die Industrie im Bergischen Land, also auch die metallverarbeitende Industrie. Ich möchte mal auf eins hinweisen. Wir stellen uns natürlich auch viele Fragen, was passiert da? Was passiert insgesamt mit dem Wirtschaftsstandort Europa, Deutschland, Berges- und Städte-Dreieck Solingen in diesem Thema? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird sich völlig was verändern.